Das erste Mal, dass ich jemanden im Gespräch habe, der, ja, der eigentlich von Bayern München kommt. Bayern München, Basketball, nicht Fußball. Er ist der, ja, der Physio, der Stars, ein Teil eines Teils der Stars. Die deutschen Basketballer sind ja gerade Weltmeister geworden. In der Vergangenheit hast du einen klitzekleinen Anteil daran gehabt. Du hast den Physio nicht gespielt, du warst Physio von Bayern München Basketball einige Jahre. Wir kennen uns schon seit, ja, seit deiner frühesten Jugend eigentlich. Du kommst hier aus Bad Orb, hast lange Zeit Triathlon gemacht, kamst über den Triathlon Radsport nach München, hast dort deine Physio-Ausbildung gemacht, Quatsch, in Ingolstadt, und ja, bist dann irgendwann bei Bayern München gelandet und hast dort dann die Jungs so lange durchgeknetet, bis die dann in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, oder die erste Liga, nicht Bundesliga. Kann man das so sagen? Hallo Matthias Schmidt, schön, dass du da bist. Ja, hallo, Servus, sagt man in Bayern, Gude, sagt man in Orb. Vielen Dank für deine Einladung. Freue mich sehr, hier bei dir im legendären Podcast zu sein. Und ja, freue mich. Genau. Prima. Matthias, ich gehe mal ganz kurz auf deine Vita ein. Also, 1900 bis 48 Jahre, hast 89 deinen ersten Triathlon gemacht. Da gehörst du ja wirklich schon zum alten Eisen. Wer kann denn schon sagen, 89 erster Triathlon? Das sind ja die meisten schon außen vor, ne? Ja, Du das warst stimmt. 1994, weil du nicht so ganz unerfolgreich warst, Vize-Hessenmeister in der Jugend. Von 96 bis 99 hast du dann eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten in Ingolstadt. Warst 2003 bei Max Hürzeler tätig als Radguide und Physio, ein Jahr lang auf Mallorca, 8 Jahre in Andalusien für jeweils 1 bis 4 Monate. Muss man ergänzen, Max Hürzeler ist ein Veranstalter von Radreisen, Radsportreisen, weltweit eigentlich. Mittlerweile weltweit. Er hat eine Base auf Mallorca. Hat da, glaube ich, vor 40 Jahren angefangen, hat es expandiert, ist dann nach Thailand, nach Asien, ist mittlerweile oder damals noch Russland und im Ostblock, macht Amerika, Südamerika, Rundreisen, Spanien, Andalusien und mittlerweile sehr, sehr viele Radreisen, ganz Europa und weltweit, genau, die organisiert sind und damals war es die Station auf Mallorca. Da hat er mit einem Hotel angefangen und hat mittlerweile, glaube ich, 5 Hotels auf der ganzen Insel verteilt mit Stationen, kompletter Infrastruktur und ja, ist eigentlich der führende Radsport-Reiseanbieter für jedes Leistungslevel. Ja. Ist mir auch ein Begriff, ist, glaube ich, jedem ein Begriff, der sich mit Radsport ein bisschen auskennt und auch schon mal Radtouren, Radtrainingstouren, Radtrainingslager gemacht hat. Kommen wir ganz kurz zu deiner Vita im Bereich Sportphysio. Also, du hast mehrere Radteams, MTB-Teams und so weiter begleitet bei allen möglichen, auch größeren Events. Hast mir was erzählt von Österreich-Rundfahrt und ähnlichen Geschichten. Du warst von 2004 bis 2006 Eisschnelllauf-Nationalmannschaftsphysio mit Olympia Turin. 2008 bis 2017 Sportphysio beim FC Bayern Basketball. Seit 2017 bist du selbstständiger Physiotherapeut mit eigener Praxis in München. Kontaktdaten natürlich in den Shownotes, also ein bisschen unbezahlte Werbung. Seit 2018 Sportphysio der Basketball-Nationalmannschaft. Wie fühlst du dich denn, wenn du jetzt weißt, die Nationalmannschaft hat so ein Ding gerissen, die Fußballer hängen durch auf ganzer Linie und Basketball läuft vorbei, wird Weltmeister, die deutschen Basketballer sind Weltmeister geworden vor wenigen Wochen. Ist das so ein Punkt, wo man sich selbst auch ein bisschen auf die Schultern klopfen kann? Ich habe einen kleinen Anteil dazu beigetragen. Ja, aber einen ganz, ganz kleinen. Also da bin ich sehr bescheiden. Ganz, ganz kleiner, aber das ist ja ein langer Prozess an sich im ganzen Bereich. Da zählen die ganzen Vereine dazu, die ganzen Trainer, Nachwuchsmannschaften und ja, die alle vor 10, 12 Jahren groß investiert haben, angefangen haben. Und das ist jetzt endlich für alle, die da beteiligt sind, eigentlich der Lohn für die ganze Arbeit, wo täglich an allen Stationen gemacht wird, um da zählt natürlich die medizinische Abteilung mit allen Ärzten, mit Physiotherapeuten, die, ich habe es ja selbst gemacht, die 7-Tage-Woche haben, Tag und Nacht das Telefon anhaben, wenn da einer anruft, einfach beschäftigt, beteiligt dran sind und ihren Senf dazugeben im Bestmöglichen, damit die fit werden. Und ja, da war jetzt
Ja, schon zwei, drei, die auch, mit denen ich länger schon zu tun habe, einfach die mit im Team sind und jetzt Weltmeister geworden sind. Also von dem her ein ganz kleiner Teil definitiv und da zählen viele dazu. Und das macht natürlich schon stolz. Und ja, aber an sich sind es erstmal die Spieler selber und dann der ganze Basketballsport. Ja. Also du meinst, dass die Spieler auch noch Anteil daran haben? Und ganz kleinen, so wie sie, gell? Prima, wie bist du denn? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist das bei dir gekommen, vom Triathlon, dann über Radfahren? Wie war dieser Sprung? War das so ein Wechsel der Interessen und dann nach hinten raus zum Basketball? War das purer Zufall? Du warst Physio, hast dich für Sport interessiert und auf einmal kamen die auf dich zu. Du musst uns hier beistehen bei Bayern München. Oder wie kam das? Also, ich hole mal ein bisschen aus. Es ist so, ich habe, wie gesagt, Triathlon gemacht und dann kam Abitur. Das macht man auch mal so mit in Gelnhausen. Und dann kam der Zivildienst. Und dann war ich in der Reha-Klinik Küppelsmühle, jedem bekannt in Bad Orb. Und dann habe ich dort ein bisschen Hausmeisterdienste gemacht als Zivildienst und habe aber dann den Sprung in die Pflege geschafft und habe dort die Physiotherapeuten gesehen, die Ach dort im was. Haus gearbeitet haben und dachten mir, oh, das ist ja geil. Die laufen hier mit Jogginghose rum, gehen ein bisschen spazieren mit den Leuten. Das ist ja ein lässiger Job. Habe mich informiert, was ist das für ein Beruf? Und ich wollte immer irgendwo mit Sport weitermachen, weil ich habe Sport gemacht und wollte da weitermachen. Und dann habe ich mich informiert und dann ein Vierteljahr später habe ich mich beworben und dann habe ich eine Stelle bekommen in Ingolstadt. Das war ein ganz großer Run auf diese Berufs Ausbildungsstätten damals, irgendwie fast 1000 Bewerber und da musste man schon ein bisschen was liefern. Und dann habe ich das bekommen und dann meine Eltern natürlich, oh ja, das machst du. Bin ich auch weggegangen, bin nach Ingolstadt zur Ausbildung und 2 Wochen später war mein Kinderzimmer war schon im Büro von meinen Eltern. Also ich wusste, okay, hier komme ich nicht mehr zurück. Ich bin immer willkommen und aber groß zurückkommen tust du nicht mehr, gell? Und das war auch alles gut. Genau, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann war es klar, boah, das ist ein Traum, das ist ein super Job, das macht Spaß, du bist sportlich dabei, ich muss irgendwie im Sport landen. Und dann fängt man an mit kleinen Vereinen hier um die Ecke und betreut den und den und arbeitet sich ein bisschen hoch und irgendwann braucht man auch mal Glück. Und dann bin ich über einen Bekannten reingerutscht und durfte ein Fahrradteam betreuen, da war ich auch im Henninger Turm, habe die betreut und da lernt man immer wieder neue Leute, andere Leute Was kennen. war das denn für ein Team gewesen damals, was du da betreut Das hast? war, wie sag mal, zweitklassiges Team, Team La Monta. Das war so ein Sprung damals in der Zeit 2000, 2006, wo die Deutschen, viele deutsche Fahrer gefahren sind, zweitklassig, und die dann es geschafft haben, Profi zu werden. Da war zum Beispiel Stefan Schumacher dabei. Radsportler, ein bekannter Name, der natürlich dann aber in der Dopinggeschichte sehr negativ behaftet war, aber das war ein guter Sprung und das war schon richtig professionell mit Truck und Auto und alles und das war schon, genau, und dann arbeitet man da, lernt andere Leute kennen und dann ratzfatz kam ich in das Mountainbike-Team von Rocky Mountain und durfte die betreuen bei Transalp zum Beispiel. Trans-Germany, Transalp, das waren so Etappenrennen über eine Woche über die Berge, quer von Ost nach Westen Deutschland und über die Alpen. Und da lernt man auch wieder Radfahrer kennen, auch wieder Sportler. Und dann ist man so auf einem gewissen Level, wo man andere kennt. Dann macht man, oder dann habe ich die Ausbildung zum größten Sportphysio in Deutschland, also Deutscher Olympischer Sportbund anerkannt, gemacht, den man nur machen kann, wenn man Profi-Sportler unter den Händen hat. Also sprich, die Eingangsvoraussetzung ist, eine Profimannschaft zu haben. Und dann darfst du diese Fortbildung machen und dann hast du die Lizenz und dürftest dann auch offiziell zu Olympia. Und dann irgendwie kam eine Anfrage vom, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, von der Internistin, die mich kannte über den Radsport, die gehört hat, dass der FC Bayern ein Physio sucht. Und da habe ich gesagt, boah, das ist ja top, perfekt. Ich will jetzt mal eine andere Mannschaft und eine Mannschaft, die irgendwie ortsansässig ist und nicht nur reisen, weil vorher war nur Reisen immer im Kofferleben, immer im Hotel. Die Bank aufbauen im Hotelzimmer und dort arbeiten und behandeln und immer unterwegs sein. Ich hatte dann zum Beispiel 2 Jahre, hatte ich keine feste Wohnung, weil ich einfach nur unterwegs war. Hat Ja, eine auch. Base bei Ja. meiner Freundin oder meinen Eltern, habe die Sachen abgeladen, habe gewaschen, habe dann eine Woche bei meiner Freundin zum Beispiel in der WG gewohnt. Die haben sich natürlich gefreut und dann war ich 3 Wochen wieder weg. Und so bist du halt einfach von A nach B getingelt und
hast dann dort überall alle betreut. Und dann dachte ich mir, oh nee, es musste endlich mal ein bisschen sesshaft werden. Und dann kam dieser FC Bayern. Und Entschuldigung, ja. war das gleich von Anfang an irgendwie in Richtung Basketball oder war das erst Nee, beim, das war natürlich schlau, dass gemischt? ich selbst Triathlon gemacht habe und dass ich dann im Mountainbike und im Radsport war. Weil dann kennst du die Sportart und kennst dich ein bisschen aus, bist affin und weißt so ein bisschen selbst, wie die Sache ist. Nur halt auf dem Profi-Level. Profi-Level habe ich ja nie geschafft. Aber dann war schon der erste Gedanke, oh, Basketball, zu fix. Basketball habe ich im Abitur gemacht und sonst weiß ich darüber nicht viel. Aber das ist ganz schnell verflogen, weil dann beschäftigst du dich kurz mit dem Sportler und mit der Sportart und der Biomechanik und alles. Und dann sagst du, hey, das ist egal, welche Sportart, man fuchst sich da rein. Es ist eine geile Sportart. Ja, das passt, das ist cool. Und vor allem Bayern München ist natürlich auch ein Name gewesen. Damals war Basketball einfach eine kleine Abteilung im EV, also ausgegliedert vom Fußball, hat keiner gekannt. Also die spielen Handball, die spielen Schach, die turnen und die haben damals auch Basketball gespielt. Und da ist mir auch egal, ob das jetzt klein ist, mir wurscht, zweite Liga spielen die. Das ist einfach spannend, einfach einen Fuß da reinzubringen und die zu betreuen. Und dann habe ich normal in der Praxis gearbeitet und am Wochenende bin ich zu denen gefahren, mit zum Spiel gefahren und wenn irgendwas war, sind die zu mir in die Praxis gekommen. Das war ganz mini klein und hat auch angefangen, ich habe nur ein T-Shirt bekommen und Bezahlung war eher so ein bisschen Handgeld. Und genau, also von dem her war das so, dass man sagt, okay, man ist auf einem gewissen Level und kennt dann viele und dann ist immer so ein bisschen Beziehung, Tür gehen auf, Türen gehen zu und genau, und dann bin ich beim Basketball gelandet. Genau, und dann, ja, dann war es 2 Jahre. Zweites Liganiveau, ganz cool, normal arbeiten und die ein bisschen betreuen. Und dann sagte der Vizepräsident, der hat den Präsidenten Uli Hoeneß immer genervt: Du, wir müssen Basketball mehr pushen, das muss professionell werden und wir Wer brauchen. war das damals, wenn ich fragen darf? Das ist der, der Rauch. Fällt mir der Vorname nicht ein. Rauch. Gut. Das war der Vizepräsident. Und der war zuständig für den EV und hat gesagt: Oh, Uli, wir brauchen neben dem Fußball, brauchen wir noch eine zweite professionelle Abteilung. Basketball ist geil, der war Feuer und Flamme für Basketball und das ist das Ding. Und dann haben sie eine Mitgliederbefragung gemacht im Sommer. Also alle Bayern München Mitglieder wurden befragt, ob die Zustimmung geben, weil es geht ja um ja, manche Gelder vom EV vor allem. Und dann haben da 70% gesagt, ja, spricht nichts dagegen, mach mal. Und dann haben die da richtig Geld reingebuttert, haben eine Mannschaft aufgestellt mit mehreren Nationalspielern, die von der ersten Liga runtergegangen sind in die zweite Liga, haben den Bundestrainer damals, den Dirk Bauermann, geholt und haben einfach eine Zweitligamannschaft aufgestellt mit dem Ziel aufzusteigen in die erste Bundesliga. Und dann sind wir da in einem Jahr mit einer Niederlage sind wir durchmarschiert, haben die Hallen gefüllt, sind mit dem Bayern-Bus von den Fußballern da durch Deutschland gefahren. Das war schon abgefahren. Also wirklich ge geil. Und dann wurde das professionell. Das war dann 2011. Und dann war das erste Basketball-Bundesliga professionell. Und dann habe ich schon in der ersten Woche gemerkt, okay, da kann ich nebenbei nicht mehr arbeiten. Wir spielen europäisch, wir spielen Bundesliga. Das sind 2 Spiele die Woche. Ich muss das ändern, ich muss den Beruf jetzt Vollzeit machen und habe dann auch einen Anstellungsvertrag von FC Bayern bekommen und war ab dem Moment 2011 im Sommer fest angestellt bei Bayern München Basketball e.V., genau. Wie war das denn, wie war das denn für dich, zu sagen, du hast deine Praxis erstmal oder deine Tätigkeit erstmal auf Eis gelegt? War das für dich so eine Art Abenteuer oder ein Sprung ins kalte Wasser? Oder war das eigentlich eine sichere Kiste? Weil das hätte ja auch relativ schnell zu Ende gehen können, Ja, wenn das, ich sag mal, Experiment erste Bundesliga nicht funktioniert. Aber ich glaube, nach dem, was ich ja so mitbekommen hatte, hatten die das ja auch alles sehr, sehr generalstabsmäßig durchgeplant und das sehr, sehr, war. sehr professionell. Und da hast du dich schon sicher gefühlt oder hast du gedacht, das Abenteuer mache ich mit? So Boah, eine Chance kriege ich nie wieder. ja, das Abenteuer mache ich mit, genau. Also es war eine tolle Sportart, das war vor allem mein Doktor, der mich auch eingestellt hat, ist ein toller Typ. Und ich wusste, hey, das geht durch die Decke, das wird geil. Jeder hat natürlich darüber gesprochen, jeder wollte da rein. Er hat dann auch Angebote bekommen von vielen, so Bewerbungsschreiben, Anonyme und so, weil das war das größte Sportprojekt in Europa damals. Bayern München als Verein steht hinter einer Sportart, die gepusht wird und
Wenn man in dem Moment geschaut hat, wer Basketball angeführt hat damals in Europa, das sind einfach die südländischen Mannschaften, die alle mit Fußball kooperieren. Also Barcelona, Madrid, Istanbul, Moskau damals noch und Stimmt, da hast ja. du recht. Das ist mir nie so aufgefallen. Wo du es jetzt sagst, da hast du ja recht. Ne? Ja, absolut. Ja, Also das ist mir nie so aufgefallen. Richtig. jeder wollte da irgendwie hin, auch wenn es, und das war ein ganz kleines Team, wir haben da mit 20 Leuten angefangen im Büro. Und das musste ja alles auf die Beine gestellt werden, von Ticketing über Merchandising, über PR, über alles. Also, es war ein, also, wir haben klein angefangen, ich sage immer wir, weil das ein familiäres Team war. Und das hat sich natürlich in meiner Zeit enorm entwickelt, schneeballmäßig, von der Größe und von allem. Und mittlerweile ist es eine, ja, wie sagt man, ein Wirtschaftsunternehmen. Zwar ein kleineres im Vergleich zu anderen, aber immer ein Wirtschaftsunternehmen, wo richtig Geld fließt, wo richtig viel passiert und wo viel auch bewirkt wird. Und damals war zum Beispiel das auch so, dass du als Bundesligamannschaft musst du zwei Nachwuchsmannschaften melden. Das ist diese U16 und U14-Mannschaft. Und da musst du auch fest angestellte Trainer haben. Und die müssen natürlich physiotherapeutisch auch betreut werden. Und so war das alles ein ganz kleines System, das immer größer werden muss, alles abgedeckt werden musste. Und so ging es los, dass zum Beispiel die jetzigen WM-Helden, die haben alle in dieser Bundesliga gespielt damals. Sind über diese Bundesliga groß geworden. Und damals sagt jeder, boah, Bayern München, klar, toller Verein, aber Basketball müssen die erstmal zeigen, dass sie das können. Müssen Sie erst mal lernen, genau. Müssen sie erstmal so lernen, genau. Und wir haben das gelernt und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind von Jahr zu Jahr größer geworden. Und dann war für mich 2014, also im dritten Jahr, hatten wir dann einen neuen Trainer und dann sind wir deutscher Meister geworden, weil es einfach so ein geiles Team auch war. Und das war für mich als Dann hilf Physio. mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge. Das war in welchem Jahr? 2014. 14. Okay. Ja, das war für ja, für dieses Projekt, war ja ein Projekt, war das schon sehr früh, dass du nach 3 Jahren schon die deutsche Spitze hast. Und für mich als Physio, für unsere Abteilung, das war mega. Also wir haben einen Riesenspaß, das war einfach auch eine Belohnung für unsere tägliche Arbeit, 7 Tage die Woche. Ich sage immer, serbischer Trainer, die haben ja am 24.12. von der Konfession haben die kein Weihnachten. Die haben das ja im Januar. Ja, und dann wird einfach auch trainiert. Also wir haben am 24.12. haben wir trainiert. Ich bin um 2:30 aus unserer Halle raus, weil wir noch einen Ami behandelt haben, weil am 26., am zweiten Feiertag, ist der beste Spieltag zu Hause. Da werden die meisten Tickets verkauft, Was? weil alle an Weihnachtsfeiertagen dann zum Basketball gegangen sind. Aber ist ja klar, dass wenn Weihnachten und Spieltag ist, dass du auch trainieren musst. Also hast du am 24. früh trainiert. Und wenn dann noch 2, 3 Leute zu behandeln waren, dann bin ich, wie gesagt, um 2:30 aus dem Audidom raus. Schöne Und Bescherung. das war, genau. Naja, aber das war, weißt du, das hat man gemacht. Das war einfach das Opfer, was man gebracht hat, weil das einfach ein geiler Sport ist und du mittendrin bist und sagst, naja, jetzt ist Weihnachten, trainieren müsst ihr nicht. Aber die Leistung muss ja abgerufen werden. Am 25. wurde dann abends trainiert, dass du wenigstens morgens irgendwas mit der Familie machen konntest. Und das sind so Dinge, das ist halt einfach vor allem A, Leistungssport und B, Basketball. Da ist anders aufgestellt wie der Fußball. Fußball haben 2 Wochen Winterpause und dann gehen sie erstmal in die Sonne, ein bisschen am Strand kicken. Ja, Und die okay. Basketball, da ziehen das voll durch. Genau. Wie Weihnachtsbraten mit Klößen gab es dann wann? Den gab es dann abends. Also, wir haben das drumherum so gebaut, alles, dass das alles so immer funktioniert hat. Ja. Du bist 2017 bist du wieder selbstständiger Physiotherapeut geworden, hast eine eigene Praxis oder die Praxis wieder aufgemacht oder hattest die immer so auf einer kleinen Flamme köcheln in der Vergangenheit oder hast sie neu aufgemacht? Nee, neu aufgemacht dann, genau. Also ich war vorher immer freiberuflich und war in Praxen mit drinne. Und dann war ich ja, wie gesagt, fast 10 Jahre weg vom offenen Markt und habe dann gesagt, nee, jetzt ist die einzige Option, wenn ich bei einem Verein aufhöre, dass ich mich selbstständig mache und mein eigener Chef bin. Also mir nichts sagen lasse von jemand anders und selbst mache wie. Und das war schon eine gute Überlegung, aber dann dachte ich mir, nee, das kann ja gar nicht schief gehen. Wenn du jetzt in München zahlst ein bisschen andere Mieten, aber wenn du das klein hältst und keine nicht übertreibst und keine 17 Angestellten da reinhaust, dann geht es. Und ich bin One-Man-Show alleine mit 2 Mädels zusammen. Die eine macht Pilates und Yoga und die andere Osteopathie. Und so sind wir zu dritt und haben ein ganz cooles, ja, Konzept, einfach wo Leute hin und her geschoben werden und jeder so ein bisschen einen abdeckt und haben da tolle Räume gefunden und machen das so zu dritt, aber jeder macht sein eigenes Business. Gut, du hast ja auch schon einen Ruf, du konntest ja was mitnehmen.
Zu dem Zeitpunkt hast du ja einige Jahre schon bei Bayern gearbeitet, Bayern München, und auch Genau. in der ersten Bundesliga mit dem deutschen Meistertitel. Also du hast ja was vorzuweisen, da können die meisten ja nur ganz, ganz ruhig zurücktreten in die zweite Reihe oder sowas, ne? Also ich meine, Genau. das war ja eine Auszeichnung, du wusstest ja, was du tust. Genau. Also Ja, das und schon, so ist es München mehr. ist schon, in München ist das jetzt Ganze, ist schon ein Haifischbecken. Da gibt es schon extrem viele Praxen und viele Anbieter und viele gute Physios und viele, die auch mal im Sport waren. Aber du hast, ja, du hast so ein bisschen ein Netzwerk von Ärzten und Leuten. Und am Anfang war es schon, ja, war schon schwer, aber wenn man positiv denkt, dann ist das alles, ist alles gut machbar. Wie gesagt, du musst normale kleine Fische oder Brötchen backen, wie man so sagt. Und dann, dann wird es und dann ging das relativ schnell gut, wo ich sage, okay, das reicht. Aber ich möchte nicht groß werden. Ich will keine Angestellten. Viele sagen dann, oh, dann hole ich mir noch drei Angestellte rein und dann wird das geil und wird groß. Und dann hatte ich eine Praxis, 300 Quadratmeter, da hatte ich einen Raum gemietet, um einfach zum Anfangen. Ja, das ging nicht, das lief nicht. Weil ja, jetzt ganz einfach gesagt, du kriegst von der Versicherung, kriegst du das gleiche Geld in Bad Orb wie in München für die Behandlung der Physiotherapie. Aber die Mieten sind halt einfach mit 30 Euro pro Quadratmeter ein Unterschied. Wenn es langt, oder? Ja, denke. Ja, und das ist halt, das musst du irgendwie ja erwirtschaften. Und ja, deshalb habe ich das gesehen, das war alles gut und wusste, okay, nein, so will ich nicht enden, weil das ist ja Risiko und da hast du schlaflose Nächte. Geschweige denn jetzt mittlerweile mit Angestellten, hört man ja, ist auch nicht so einfach alles. Also von dem her, One-Man-Show ist cool und gut und wenn man das mag, dass man da in einem ruhigeren Umfeld arbeitet, dann ist die Qualität, die sich durchsetzt und dann läuft es, dann passt es voll. Ja, du machst jetzt aber keine Privatgeschichten. Du bist also jetzt auch mehr auf die Kassen spezialisiert, wenn du sagst, der Satz ist immer der gleiche. Also, dass Nö. du jetzt, oder ist das beides? Nee, es ist eine Privatpraxis. Also privat, okay. Genau. Ja. Also privat und Selbstzahler. Ich bin Heilpraktiker, sektoral noch. Ach, Das heißt, wenn okay. du Heilpraktiker Zusatzversicherung hast, geht das auch. Ich habe lange überlegt mit der Kassenzulassung, aber die, ja, das wird jetzt ein bisschen berufspolitisch, aber Kassenzulassung, da musst du zu viele Hürden erfüllen oder Punkte erfüllen in deiner Struktur der Praxis, ja, das ein bisschen veraltet ist und wo ich sage, boah, nee, also zum einen kann ich keine 15 bis 20 Minuten arbeiten, qualitativ hochwertig, es geht nicht. Und ich habe mich dann auf eine Stunde geeinigt, weil da kannst du wirklich dem Patienten helfen, von vorne bis hinten. Ich habe das, ja, ich habe das 15 Jahre gemacht in Kassenpraxen. Das muss man auch mal gemacht haben. Aber jetzt als Therapeut ist das schon hart und als Patient, boah, ist das schon schwierig. Also unter einer halben Stunde ist immer extrem schwierig, wirklich rauszufinden, wo ist sein Hauptproblem, damit ich das vernünftig angehen kann. Muss man leider so sagen. Ist einfach so. Ja, nun gehe ich immer davon aus, dass die Struktur der Kunden oder deiner Patienten in München wahrscheinlich auch anders ist als jetzt hier in so einem, ich sag mal, Kurort, Tourismusort wie in Bad Orb, wo wahrscheinlich die Altersstruktur auch schon älter ist und die Wehwehchen ganz andere sind als die, die du jetzt hast. Hast du jetzt noch einen Schwerpunkt bei den Sportlern oder kommt bei dir so alles gemischt rein? Tendenziell, also ich nehme jeden, klar. Tendenziell kristallisiert sich das raus, dass viele so ein bisschen aus dem Dunstkreis Basketball kommen. Also entweder hat der Papa mal früher gespielt, spielt jetzt in der Hobbymannschaft, der Sohn fängt jetzt an, der eine ist Basketball-Fan, der andere will so ein bisschen auf dem Freiplatz zocken. Also so ein bisschen Dunstkreis Basketball, die dann sagen, oh, da gehen wir zu dem. Das ist schon mal ziemlich cool. Und dann habe ich ein paar, ja, schon engagierte. Angefangen vom Hobbysportler bis zum, ja, so wie wir früher, Amateur, engagierte Amateursportler, wo man nichts rumkommt. Also die viel investieren, die gut sind, aber weißt du, wo du nichts verdienst. Also schon sportlich und schon auch mal die ein oder andere ältere Oma von der Nachbarschaft so, aber schon ambitionierte, die sagen, okay, mir tut es da und da weh und ich möchte wieder im Winter Skifahren. Ich möchte, was ich, zweimal die Woche an der Isar joggen. Ich möchte wieder Tennis spielen. Das so. Und das ist auch, das muss ich sagen, das ist mein Gebiet, das liebe ich. Also von der Verletzung, vom Schmerz, den wieder zurückzubringen zu seiner, ja, zu seinem Aktivitätslevel. Kann ich nachvollziehen. Was macht denn dein Sport? Ja, Ah. mein Sport war mal eingeschlafen. Und jetzt bin ich, dieses Jahr 2023, kann ich sagen, bin ich wieder Triathlet.
Ich habe ja, ich habe wieder irgendwie letzten Winter mir so ein Hirngespinst gesetzt. Ich müsste mal wieder einen Triathlon machen und habe mich dann eingeschossen auf eine Mitteldistanz. Da war ich am Kaiserwinkel, am Walchsee, und habe das als Ziel gesetzt, damit du einfach mal wieder den Arsch hochkriegst Weil und ein ich sehe, bisschen. Entschuldigung, weil ich sehe, ist, glaube ich, Challenge, ne? Genau, Oder? ist eine Challenge, ja. Ja, Mitteldistanz-Challenge. Um einfach ein Ziel zu setzen und um den Arsch mal wieder hochzukriegen und so ein bisschen wieder alle drei Sportarten zu machen. Und dann merkt man, ja, man hat eine Vergangenheit, man hat diesen, ganz hinten im Kopf ist diese Motivation und der Ehrgeiz, der ist noch da. Und dann fängst du an, strukturierter zu trainieren und merkst aber, 24 Stunden reichen ja gar nicht mit Familie und Job. Und sagst ja, nee, stopp, die Brötchen müssen kleiner gebacken werden und du musst das Ziel einfach nur setzen, dass du einen schönen Wettkampf machst. Und das war so. Da war ich im Juli und habe wieder eine Mitteldistanz gemacht und das war schon geil. Also es war toll. Es hat Spaß gemacht, wieder in dieser ganzen Blase dabei zu sein. Die Orber waren vor Ort hier von Metzler und Co., die angefeuert haben, die da immer hinfahren. Unser Kollege Adi war dabei. Also es war schon toll, da Also so wieder einzutauchen. Adicor müssen wir noch ergänzen. Adicor, der trainiert hier in Bad Orb die Mädels hier von der Triathlon-Mannschaft. Die sind mittlerweile wieder erste Bundesliga. Sind die Erste erste Bundesliga, glaube ich, Bundesliga, ne? genau. Ja, Genau. ja, Also recht ja. erfolgreich. Groß an Adi. Servus. Genau. Und das war toll, wieder einfach regelmäßig ein bisschen Sport zu machen. Und du musst einfach auch, wie immer, dein Ziel setzen, vernünftig. Und dann, ja, dann hat es tierisch Spaß gemacht. Und dann musst du aber auch danach wieder gleich sagen, stopp, nicht weiterdenken, sondern einfach mal jetzt so lassen und wieder gucken, ja, Familie ist zu Hause, das muss schon auch passen, weil ein Triathlet, der ist ja nur, da könnt ihr ja nur trainieren. Ich habe dann, was auch von meinem Beruf her so ein bisschen herkommt oder das hergibt, ich habe dann ein bisschen Krafttraining gemacht und schon hast du vier Sportarten, die du machst. Und die musst du in 7 Tagen irgendwo unterbringen. Ja, Weißt du, und das das ist, kommt mir so bekannt vor, ja. ja, und dann, ja, aber das war toll. Also, das hat riesen Spaß gemacht und ja, von dem her bin ich. Ich wollte gerade sagen, die Zeit arbeitet für dich, weil mit 50 kommst du ja an eine andere Altersklasse. Aber was ich so mitgekriegt habe, was da so in der 50- und 60er Altersklasse rumhüpft beim Triathlon, das sind Ah, nee. ja so böse Haudegen dabei, du. Naja, nee, Das da musst macht du keinen schon irgendwie Spaß, ne. Frührentner oder wie sagt man da, irgendwie, nee, das muss, also toller Sport und immer wieder toll, das Ganze zu sehen, aber da sind so viele Engagierte und so ein hohes Niveau, das ist Absolut. schon brutal. Ja. Gut. Wo geht denn die Reise hin bei dir? Ja. Gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Ja, also momentan muss ich sagen, fühle ich mich extrem wohl mit einer Praxis, den Anführungszeichen normalen Patienten zu behandeln und dann die Nationalmannschaft zu betreuen zum Beispiel. Das sind 2, 3 Wochen im Jahr, wo die Maßnahmen haben und wo du dann mit den Besten der Besten unterwegs bist, aber nicht dauerhaft, sondern wieder dann zu Hause übernachtest. Das ist das ist schon die Zukunft eigentlich, Also genau. bist ja nicht so im großen Trainingslager irgendwo jetzt in, keine Ahnung, ich sag mal Nordafrika oder im tiefen Spanien oder sonst irgendwo, wo es schön warm ist, wo ihr dann 2 Wochen lang dann durchknüppelt und richtig alles gibt, oder weil du sagst jetzt Abend zu Hause, oder fliegst du Also dann jeden Abend ab und zurück? das Generell. schon generell sind die schon 1 bis 2 Wochen immer im ja, Vorbereitungslager. Bisher war es immer so normale Städte, Berlin, Bonn, Bremen. Aber wer weiß, wenn wir Weltmeister sind, ob sich da neue Möglichkeiten eröffnen. Aber an sich bist du eine ganze Woche da unterwegs. Aber ich sage nur, das sind gesamt pro Jahr 3 Wochen. Und dann Ja bist du gut. aber den Rest zu Hause. Das ist Und ja bist dann, überschaubar. das ist Ja, genau, das ist das Schöne, dass das überschaubar ist. Genau. Also da noch, wir sind zum Beispiel jetzt, wir sind 6 Physios in der Nationalmannschaft. Und 2 haben immer Einsatz. Und dann rotieren wir so durch, sodass nicht einer alles machen muss, sondern es wird immer durchrotiert. Und dann ist es für alle überschaubar. Lass uns mal ganz kurz auf die Arbeit des Physios bei so einer Nationalmannschaft eingehen. Nach dem Training, vor dem Training, vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, oder wo liegt denn da der Schwerpunkt? Ich habe mal gehört, irgendwo zum Beispiel beim Triathlon oder beim Lauftraining heißt es immer, vor dem eigentlichen Training oder vor dem Wettkampf gar nicht so viel machen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Dann lieber nach hinten raus, nach dem Wettkampf oder nach dem harten Training. Das würde mehr bringen, dass die Regeneration angekurbelt wird und so weiter und so fort. Und vorher, wo Immer, ist deine Erfahrung? immer, immer. Also immer. Also wir sind eigentlich immer im Einsatz. Es ist so,
entweder kommt der Spieler und sagt, du, pass auf, hier zwickt, hier ist ein bisschen fest, da spüre ich was. Oder wir sagen, komm du mal wieder rein, alle 2 Tage mindestens, dass wir den Spieler in der Hand haben und dann entweder mobilisieren oder wissen, da hat er seine Schwachpunkte, das Gelenk mobilisieren, die Wirbelsäule freimachen, die Muskeln ein bisschen bearbeiten. Einfach immer irgendwo, man kann immer was arbeiten. Leistungssportler, die haben immer irgendwo kleine Wehwehchen oder Baustellen, die wir eigentlich klein halten wollen, damit die nicht explodieren. Und dann ist es egal, ob das vor oder nach dem Training ist. Also oft ist es so, dass wir vorm Training ein bisschen was machen können. Und dann ist es so, dass beim Basketball eigentlich die Hälfte bis drei Viertel der Leute getaped werden, also vom Sprunggelenk ein fest elastisches Tape bekommen, damit das Sprunggelenk gesichert ist, dass sie nicht umknicken können. Das ist bei manchen Vereinen Pflicht. Ansonsten macht es der Spieler schon selbst, dass er geschützt ist, entweder tapen lassen oder sie ziehen so eine Brace an. Und dann haben wir teilweise 8 Spieler, die Sprunggelenke Ganz kurz, getaped bekommen. Brace ist was? Eine Bandage, also eine Sprunggelenksbandage. Okay. Also du hast ein Tape oder eine Brace, also eine Bandage, damit dein Sprunggelenk, wenn du jetzt, sagen wir mal, die springen sehr viel und landen auf vielen Füßen und können dann, wenn sie auf einem Fuß landen, mit dem Körpergewicht und lange Hebel einfach vom Sprunggelenk her umknicken. Umknicktrauma. Das ist gang und gäbe, leider. Aber das ist Ist auch einfach anatomisch so und die häufigste Verletzungsform genau. beim Basketball. Eigentlich genau, ja. Und deshalb werden die prophylaktisch getaped vorm Training und das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde. Alle 2 Füße, zack, zack, und dann wird der Tape drauf gemacht, damit es fest ist. Und dann geht die ins Training. Und dann ist Training, dann sitzen wir beim Training dabei, gucken das Training an, beobachten, haben die Eisbeutel dort, haben Energieriegel, haben Energiegetränke. Springen, wenn irgendwas sein sollte, eine Verletzung oder wenn jemand einen Cut hat, irgendwo blutet oder wenn die sich wieder eng aneinander kratzen und so Geschichten und springen dann ein. Oder wenn eine leider oder seltene, was ja gut ist, eine Verletzung ist. Und dann ist Training beendet und dann geht es nach Hause, duschen, essen und dann ist in der Regel immer so, dass der ganze Abend zur Behandlung da ist. Und dann kommen die wieder zur Behandlung und dann entweder nur massieren, dass du alles beinemäßig lockerst. Oder mobilisierst oder irgendwo an Schmerzen arbeitest und so bist du dann in dieser Maßnahme, wenn es eine Woche dauert, eigentlich teilweise nachts bis 11, 12 beschäftigt. Genau. Aber was der Rhythmus so hergibt und das ist auch gut so. Genau. Und dann Ja hast du gut, jeden in der Hand und du musst ran, wenn die Arbeit bei denen anliegt und da kannst du nicht genau. sagen, okay, hier erstmal Pause, morgen früh, gucken wir mal. Nee, Nee, muss ja direkt dann gemacht genau. werden, wenn es brennt, ne? Genau. Also es ist auch immer so dieses. Das sind alle, ja, das sind so Floskeln, aber du guckst dir auch die Fußnägel an. Wenn du die ersten 1, 2 Tage siehst, die kommen dann entweder aus dem Urlaub oder kommen von zu Hause oder von ihren Vereinen, guckst die Fußnägel an. Weil das ist eine Gefahrenstelle, wenn ein Fußnagel einreißt, dann blutet das Ding, dann tritt der einmal mit dem Fuß gegen den anderen Fuß, dann haut das Ding rein, dann hast du da einen entzündeten Fußnagel. Ja, wenn du eine Woche eine Maßnahme hast mit Nationalmannschaft, dann kannst du dir das nicht erlauben. Also sind so Kleinigkeiten. Du hast dann immer alles so ein bisschen im Blick, guckst, oh, wie sieht er aus? Fühlt er sich schlecht? Hat er schlecht geschlafen? Kriegt er vielleicht eine Erkältung? Was ist, wenn es im November, Februar ist, kriegt er eine Erkältung? Musst du gleich reagieren, weil so eine Nationalmannschaftsfenster ist dann meist 1 bis 2 Wochen mit 1 oder 2 Spielen in der Regel und dann müssen die in dieser Phase müssen die performen, weil sonst haben sie da ja nichts zu suchen. Da bist du praktisch so das Frühwarnsystem für den Sport. Genau. Genau. Man, der Arzt ist mit dabei. Wir sind 2 Physios und ein Arzt. Und dann haben wir ein großes Zimmer, behandeln dort und dann gehen die immer ein und aus. Das ist schon immer eine tolle Stimmung. Das macht riesen Spaß. Und aber du hast immer so die Erfahrung auch aus dem Vereinsleben, weil du weißt, was alles passieren kann und das hast du im Hinterkopf. Und genau, weil das Schlimmste ist, wenn der nächsten Morgen aufwacht und sagt, oh, geht nicht, ich kann heute nicht trainieren. Ja, hätte doch gestern was gesagt. Ja, habe ich, aber so, und dann musst du immer gleich zack, direkt reagieren. Also du musst dann auch so ein bisschen feinfühlig sein, ein bisschen mitdenken und Genau, ja. Augen und Ohren offen halten. Genau, und das ist das Spannende. Und so kennst du einfach auch diesen Typ Sportler. So lernst du den kennen und kennst den und weißt Bescheid. Da ist der Ami noch ein bisschen anders da wie der Deutsche. Aber ja, grundsätzlich ist das extrem spannend und macht Riesenspaß. Glaube ich aufs Wort. Matthias, worauf sollten wir nochmal hinweisen? Gibt es irgendwas, wo wir noch ein bisschen nachlegen sollten oder haben wir alles abgedeckt? Wir haben alles abgedeckt, aber eins will ich dir sagen. Jetzt Du, kommt's.
Du hast mich immer eingeladen für den Iceman. Hast immer gesagt, komm vorbei und spring ins Wasser. Das mache ich immer noch nicht. Es gibt in München und Umgeben gibt es aber auch ein paar Leute, die das wirklich sehr, sehr, sehr Ganz gut machen viel. und nehmen das auch zum Beispiel zur Prophylaxe und auch zum Muskellockern. Also da wird sehr viel gemacht und das kommt richtig gut momentan. Also da kann ich dir gerne ein paar Adressen geben, die so aus deiner Kante da hinten kommen. Ja, gerne, danke. Okay. Matthias, ich danke dir für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Freut Ja. mich. Was kommt für ein Update von dir? Nochmal Weltmeister oder? Naja, nächstes Jahr steht Olympia an. Ach, Olympia, Die genau. Quali haben sie geschafft mit dem WM-Titel. Also sind sie beste europäische Mannschaft geworden. Das ist die Qualifikationskriterium, war das. Haben sie geschafft. Das heißt, das Ticket für Olympia Paris nächstes Jahr ist gezogen. Okay. Gibt's Angstgegner? Kann man das sagen? Die Amis? Gibt es keine. Nein, du musst an dich glauben. Nicht auf diesem Planeten. Jetzt nicht mehr. Okay, prima. Matthias, Genau. danke dir und ja, bis zum nächsten Mal. Wir reden nach Olympia. Ja, sehr Bis gerne. dann. Ja? Mach's gut. Mach's Ciao, gut. ciao. Servus. Ciao, ciao, Tschüss. ciao.